und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder was Neues für euch im Petto und ich bin abends immer am Überlegen, wenn ich so im Bett liege oder da meine Filmchen noch gucke, bin ich am Überlegen, was könntest du noch machen? Und da fiel mir ein, du hast ja dieses Glücksrad auf dein Handy. Und wir haben ein Alphabet von A bis Z. Gut, manche Buchstaben konnte ich jetzt nicht nehmen. Aber dann habe ich mir überlegt, jetzt von A bis Z quasi ein Schminki zu machen. Ein Augenlidschattenpaletten-Schminki. Und ja, Farben mit den jeweiligen Buchstaben. Und natürlich fangen wir Farben mit A an. Ich habe dazu dann immer gegoogelt, es ist nicht einfach, passende Farben zu finden, muss ich echt sagen. Aber ich habe immer 7 Stück gefunden und habe die dann halt in das Glücksrad rein ein Glücksrad gebaut. Und da entscheidet jetzt das Glücksrad, welche 3 Farben ich für mein Make-up mit dem Buchstaben A nehme. Und da müssen wir jetzt noch auf kurz hier auf bearbeiten, weil ich muss ja alle dabei haben. Im Moment habe ich hier nur 3. Genau. Einmal auf drehen, dann so. Zurücksetzen. Ja, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. A haben wir einmal Altrosa, Azurblau, Anthrazit, Aschgrau, Ananasgelb, Aprikot und Aquamarin. So, und jetzt werden wir 3. Ich habe hier mein schlaues Buch. Da werde ich die aufschreiben. Dann werde ich dann mal eben eine kleine Pause machen hier, mir die Paletten raussuchen und dann legen wir los mit dem Schminki. Also, meine Lieben, da haben wir jetzt die Nummer 1 und wir warten jetzt mal. Oh, hallo. Ergebnisse entfernen. Ja, und mischen nach jedem Dreh. So. Warten wir mal, dass es scharf wird. Und fangen an, die erste Farbe herauszufinden, die mein Look wird. Die erste Farbe ist Altrosa. Okay. Altrosa, kannst du schon mal mit arbeiten? Dann schauen wir mal sofort die zweite Farbe an. Gelb? Okay. Ja gut, das Gelbe passt jetzt hier zu meinen Ohrringen und zu meinem Haarreif. Schauen wir einfach mal, welches halt die dritte Farbe ist. Ich benutze ja immer so gerne 3 Farben, 2, 3 Farben auf dem Auge, ne? Kann natürlich auch noch mehr nehmen, aber ich habe gedacht, so 3 reichen für ein tolles Make-up zu zaubern. Schauen wir mal, ob es toll wird. Man weiß nicht. Aschgrau. Heiland deine Berge. Ja, das ist natürlich eine Mischung, ne? Altrosa, Ananasgelb und Aschgrau. Jo, meine Lieben. Ich werde die 3 Farben jetzt raussuchen, stelle euch dann die Paletten vor und dann werden wir unser Schminki schminken. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Lidschatten Sammlung durchforstet und habe 3 schöne rausgesucht mit diesen Farben. Da habe ich einmal von Unique die Addiction Nummer 7 für das Gelb. Ja, gut. Ananasgelb könnte jetzt auch ein bisschen dunkler sein, aber ja, wir nehmen jetzt halt das Gelb. Dann habe ich die Total Heartbreaker Palette von I Love Revolution, diese schöne Herzpalette. Und da habe ich mir das Altrosa rausgesucht und das ist das hier oben. Dieses hier. Es ist eine matte Farbe. Ich glaube, Gelb war auch matt. Na, fahren wir heute nur matt, ich weiß es nicht. Nein, in dem Grau, das Grau ist dieses hier in der großen Palette, das Aschgrau. Ja,
Ich bin gespannt, wie diese Mischung miteinander aussieht, aber es darf ja gerne auch mal etwas komisch zur Sache gehen, nicht? Und jo, ja. Oh, das ist schwierig. Schwierig. Ich würde jetzt gerne mein Auge erstmal setten. Haben wir denn da eine Farbe? Ja, wir haben eine Farbe. Ja. Farbe genug hier in der großen Palette. Habe ich genug Farben zum Setten. Da hast du ja, Moment, 196 waren das, glaube ich. 196 Farben drin, ne? Oh, da hat man genug zum Setten. Da hatte ich jetzt noch ein bisschen eine dunklere Farbe drauf. Deswegen, auf den Pinsel musste ich da noch mal einmal, aber auf jeden Fall ist dieser Ton aber auch dunkel, finde ich. Okay. Der ist wie... Hier habe ich aber auch keine helle Farbe drin. So sandig von der Farbe her. Hol euch näher, dann könnt ihr auch was sehen. So ist echt sandig von der Farbe. Also, Setting-Farbe ist schon mal in der sandigen Abteilung zu finden. Tja. Ja, doch. Also es ist nicht ganz hell, es ist wirklich so in die Sandrichtung von der Farbe her. Habe ich mich ein bisschen getäuscht. Von hier sah das ein bisschen heller aus, aber ist nicht so schön. Egal. Es wird eh gleich auf ein Auge so werden. Die Mischung hatte ich noch nie zusammen. Deswegen ist das dann auch super. Ich klebe ab. Boah, ich weiß. Gelb und Altrosa passen ja eben überhaupt nicht zusammen. Ne? Das ist ja so ein bisschen so mein Problem, was ich habe. Ich werde jetzt erstmal, jetzt mal ein bisschen was anderes machen, werde mir erstmal das Altrosa jetzt in den inneren Augenwinkel setzen mit diesem flachen Pinsel. Ich nehme das auch schon hier einfach als Inner Corner. Ich packe mir da natürlich nachher noch Highlighter mit drauf, aber das mal. Also das, womit ich mir jetzt mein Augenlid gesettet habe, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber da kommt jetzt eh die Farbe rüber, dann sieht man es eh nicht so. Ich möchte mir aber das Rosa noch ein bisschen mehr aufs Auge ziehen. Kommt gut raus, die Farbe. Ja. Ja. Leute, jetzt wird's poppig. Jetzt kommt nämlich das Gelb. Das setze ich mir nämlich in die Mitte. Das ist auch eine matte Farbe. Hallo. Wahnsinn. Das Gelb ist echt super, ne? Da brauchst du wirklich nur leicht reingehen. Dann hast du es sofort auf dem Auge. Andere Seite. Ich wollte heute nämlich mal wieder so diesen Lidschattenpaletten-Look machen, den ich eigentlich immer gemacht habe, wie ich angefangen bin. Also ich bin nicht erst in die Lidfalte gegangen, sondern habe wirklich mir hin so hingesetzt, vorne, Mitte, hinten. Und ich dachte mir, vielleicht bei dieser Konstellation an Farben ist das vielleicht sogar eine bessere Lösung? Man weiß es nicht.
So. Ich habe mir das Gelb hier eigentlich immer nur so ein bisschen am Ende drauf getupft, ne, damit dann halt, damit man halt dieses Wow, diesen Wow-Effekt hat. Nehme jetzt aber auch noch ein bisschen den Puschelpinsel und oh, jetzt will ich bald die verkehrte Richtung genommen. Damit ich hier so ein bisschen das Gelb in das Rosa gleiten lassen kann. Oder umgekehrt. Jo, und jetzt kommen wir zum Anthrazit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich nehme da meinen kleinen Pinsel wieder. Und muss ich mal. Wo ist denn die Farbe hin? Ah, jetzt sehe ich es auch. Die Setting-Farbe hätte ich auch eine andere nehmen sollen. Die ich gerade gebraucht habe. Da ist sie. Okay. Ich gehe da erstmal vorsichtig rein. Da hat man auf jeden Fall schon mal gut was auf dem Pinsel. Das ist eine Farbe mit Schimmer. Tupfe mir das hier auch so ein bisschen. Da hat man auf jeden Fall so ja, ein bisschen Fallout gekrisselt in der Palette. Jetzt nicht so. Da gehe ich gleich nochmal in das Gelb und verblende mir das nämlich mit dem Anthrazit dann nochmal. Weil da will ich jetzt erstmal auch nur hier so auftupfen. Hier noch so ein bisschen. So. Dann gehen wir auf die andere Seite. Da kann man ja beim ersten Mal kann man immer so schön da drüber streichen, aber so beim zweiten, dritten Mal auftragen, am besten dann nur tupfen. Weil sonst durch die Borsten habe ich dann wirklich alles auf den Wangen. Das will ich ja nicht, ne? Ja, das ist extravagant. Kannst du noch nicht mal sagen, aber. So eine Mischung trägst du auch nicht alle Tage, ne? Auf ein Auge. Ja. Gut. Ich gehe nochmal mit meinen Platten hier in mein Gelb und ziehe mir das in das Anthrazit rein. Machen wir gleich einen weichen Übergang. Ah, Kombi ist nicht so einfach. Ach. Kombi ist nicht so einfach. Ganz im Gegenteil. Ist das eigentlich die Farbe jetzt von Belgien? Ich glaube, oder? Ich gehe hier noch mit dem Gelb rüber. Ja, ich würde sagen, kann man jetzt erstmal so lassen. So. Machen wir hier mal sauber. Und dann. So. Machen wir doch unten erstmal den Pinsel weg. Dann machen wir den, so einen angeschrägten Pinsel. Ne? Dann nehme ich halt Anthrazit
Ich will mir aber, glaube ich, alle drei Farben da aufgeben. So, mache ich nämlich sofort die andere Seite, dann brauche ich den nicht 3 Millionen Mal sauber machen. So, dann nehmen wir jetzt nämlich das Gelb und setz mir das Gelb hier in die Mitte und andere Seite genauso. Gut, jetzt ist es Schwarz-Gelb wieder BVB. Und vorne mein Altrosa. Was auch wirklich eine schöne deckende Farbe hat. So. Und ich bin die Biene Maya. Genau. Also es passt auf jeden Fall hier zur Deko um mich rum. Auf meinen Kopf. Was ich nicht gedacht hätte. Aber ja, wir kommen jetzt mal zum Highlighter. Highlighter, habe ich mir natürlich jetzt den perfekten Highlighter vorausgesucht, ne? Ich habe nämlich einen Flüssig-Highlighter genommen von Alverda, hatte ich mal, ich glaube, in der Glossy-Box. Jo, und da geben wir uns den jetzt erstmal ein bisschen mit diesem, wie heißt das, Stippling Blush? Small Duo Fieber, ich kann mir das nicht merken, wie die alle heißen, diese Pinsel. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal so ein Düpp, Düpp, Düpp hinmachen und Düpp, Düpp, Düpp. Ja, der ist hell, ne? Hell, aber in einem Hauch Rosé. Hat der Hund Duft? Aber gut, wenn du den so verteilst, geht er so ein bisschen flöten. Also da können wir schon mal noch so 3 Pünktchen hinmachen. Das ist nicht das Problem. Nochmal. Oh, jetzt war ich sehr großzügig. Ja, wenn ich den tupfe, dann gefällt mir das besser. Ja, genau. Tupfen ist besser. Und dafür ist der Pinsel auch ganz gut zum Tupfen. Jetzt auch ein bisschen auf der Nase. Amen. So. Irgendwie. Ja, ist das nicht so auf der Nase? Denn da geht auch mein Make-up ein bisschen weg. Also ich werde jetzt nochmal hier so mit dem Finger hergehen. Das ist besser. Das ist besser. Jetzt habe ich einen Glitzer auf der Nase. Ja, jetzt noch unter den Augenbrauen. Aber da werde ich mir jetzt halt hier von dem Pinsel was abnehmen. Ich jetzt meinen kleinen und mir unter die Augenbrauen setzen. Flüssig-Highlighter ist nicht so einfach mitzuarbeiten, finde ich. Ja, ich denke, kannst du jetzt. Jojo, genug gehighlightet, genug gehighlightet. Jetzt kommen wir zu der Wimperntusche, die Wimperntusche, der Wimperntusche, das Wimperntusche. Wir kommen zur Wimperntusche. Weil ein Make-up ja erst fertig ist mit der Wimperntusche, also Augen-Make-up. Und da ist er. Da ist er, die Wimperntusche von Find Volume. Volumizer.
Cleansing Mascara. Feind ist die Eigenmarke von Amazon. In 02. Ist ein Kunsthaarbürstchen. Riecht ganz normal. Schauen wir mal, was die für Wimpern zaubert. Boah, ist das ein dickes Bürstchen. Holla, die Bolla. Ich finde ja immer, je dicker das Bürstchen. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Wisst ihr, was ich vergessen habe? Highlighter ins Auge. Ins Auge, genau. Highlighter ins Auge. Menno, warum sagt ihr denn nichts? Da wollte ich doch noch ein bisschen. Genau. So. Jetzt ist es doch. Ja, jetzt habe ich doch da auch ein bisschen Highlighter. Das ist okay. So, weiter mit der Mascara. Ich finde die jetzt extrem dick. Boah. Ein extrem dickes Bürstchen. Ganz schwer zum Auftragen. Moi, oh mein, oh mein. Nochmal Schicht 1. Warum macht man so dicke Bürstchen? Das ist ja Wahnsinn. Schwierig. Die ist, glaube ich, gut, wenn du künstliche Wimpern drauf hast und dann so nochmal darüber gehst. Aber... die ist nicht einfach aufzutragen, macht aber ein schönes Ergebnis. So ist das nicht. Hm? Jetzt brauche ich meinen Spoolie. Ich habe nämlich ein bisschen Mascara drauf. Die machen wir so nämlich weg. Und schmieren nämlich uns alles noch mehr voll. Oh. Hallo. Schwarz auf schwarz. Das siehst du jetzt nicht so schlimm. So, ich glaube, da reichen jetzt auch zwei Schichten. Sie verklebt die Wimpern etwas, weil es halt schwer ist, mit dieser Bürste da durchzukommen. Aber so macht sie echt schöne Wimpern. Also sie ist jetzt nicht schlecht, ja? Aber die wird nicht bei mir bleiben, weil mir halt das Bürstchen zu groß ist und die wird in mein Aufgebraucht-Video kommen. Ja, die wird gehen müssen. Ich finde die gut, die macht tolle Wimpern, aber mir ist das Bürstchen einfach zu groß und ich datsche mir dann immer alles so voll und das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, ja. Kommen wir zu dem Lippy Lippy. Ach, den habe ich mir schon draußen hingestellt. Genau, von Wet n Wild habe ich mir jetzt so ein Orange rausgenommen. Ob ich vorher nicht, also ich wusste ja gar nicht, wie der Look wird, aber irgendwie passt der auch jetzt dazu. Obwohl, naja. Kommst du farbenfroh daher? Das ist von Wet n Wild die Nummer... E515D. What's up, Dog? Mhm. Gut. Ist jetzt ein Pinky. Passt ein bisschen zur, zu Altrosa. Aber auch nur Mühe. Nur Mühe. Aber er glitzert schön. So. Setzen wir uns noch ein bisschen Highlighter da drauf.
aber nur in der Mitte. So. So, meine Lieben, das ist mein fertiger Look. Und ja, ich sehe gerade, ich muss da nochmal eben ein kleines Päuschen machen. So, ja, jetzt sind wir zurück. So, das ist jetzt mein fertiger Look für den Buchstaben A. Also, die Farben haben wir jetzt aufs Auge gepackt. Nämlich, jetzt muss ich gucken, ob meine Mascara hier nicht runterfällt. So, wir haben jetzt in der im Inner Corner habe ich ja Highlighter gehabt. Dann habe ich vorne das Altrosa, daneben das Ananasgelb und dann am Ende das Aschgrau. Und ich finde, es ist ein ganz guter Look geworden. Passt irgendwie doch ganz gut zusammen. Außer jetzt der Lippi passt jetzt nicht wirklich so. Der ist einfach ein bisschen zu rosa. Aber ich finde, es ist ein Look. Und ich finde, der Look passt zum Haarreif, zu den Ohrringen auf jeden Fall. Es ist ein bunter Look, so wie ihr mich ja auch kennt. Und ich bin ja immer ganz ehrlich, aber er gefällt mir. Ich habe zwar die Mascara ausgemustert, weil mir halt das bisschen einfach zu groß ist. Sieh mal, wunderschöne Wimpern, so ist es nicht. Aber ich bin da einfach, bei mir muss halt ein bisschen praktisch sein. Ne? Ich habe lieber dünnere Bürstchen. Ja, das war mein erster Versuch mit meinem Alphabet-Make-up. Der Buchstabe A sitzt im Gesicht, würde ich sagen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auch wieder bei dem Buchstaben B. Und ja, suchen uns die natürlich auch vorher im Glücksrad aus und sind gespannt, was da für eine Mischung rauskommt. Ich finde es gut. Ich hätte das jetzt so überhaupt nicht selber geschminkt. Deswegen kam ich auf die Idee, Mensch, dann lass doch das Glücksrad entscheiden. Und ja, lasst mir doch einen Daumen da, habe ich schon gesagt. Lasst mir ein Abo da, das habe ich noch nicht gesagt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Also meine Lieben, ich wünsche euch was, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Ich finde den Look gut. Und jetzt bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut.